So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Batman, das Videospiel. Im letzten Part haben wir zusammen mit Penguin und Killer Croc Catwoman befreit aus dem Clown des Gefängnisses. Und nun geht es in die arktische Welt. Also vermutlich in den Zoo. Aber mit wem? Nochmal mit Catwoman? Okay. Es ist Zeit, unser perfektes Team hat mein perfektes Team erschaffen. Stein auf Stein, ein Turm zum Himmel. Lasst sie frei, die Pinguine. Auf zur Stadt, hör auf zu kichern, sagen wir so. Das wird bombastisch. Hä? Ja, natürlich meine ich damit, dass sie explodieren. Los, an die Arbeit. Ah ja, genau. Irgendwie so, das war zweimal mit Catwoman spielen, hatte ich auch noch im Kopf. Aber dass es doch dann tatsächlich so war, das war nicht mit Man-Bat spielen, ist eigentlich schade. Aber gut, ist auch egal. Man-Bat muss Batman und Robin aufhalten, von daher ist dafür keine Zeit. Ja, macht es mal. Oder er ist einfach direkt K.O. Naja, er ist am Schiff drin dann quasi, genau. So ist das. Und wir sind weitergezogen und so im arktischen Bereich quasi, sozusagen. Kann man so sagen, dass es der arktische Bereich ist, beziehungsweise der Bereich, wo die Pinguine leben. Südpol, Nordpol, ich weiß es immer wieder nicht. Immer wieder eine spannende Frage für mich, die ich immer wieder vergesse zu beantworten. Warum mache ich das hier eigentlich alles? Warum zerstöre ich gerade so viel? Ist vollkommen unnötig für mich, für mein Vorhaben zum jetzigen Zeitpunkt. Von daher brauche ich gar nicht so viel zu zerstören. Bringt es uns was, die Eiszapfen hier zu zerstören, oder bringt es uns nichts? Ich tippe fast darauf, dass es uns nichts bringt. Aber ich sehe. Ich sehe, worauf es hinausläuft. Einfach hier hoch und dann die Leiter mal zusammenbasteln. Das machen wir doch gern. Und dann kann der Pinguin auch hier hoch. Genau so. Auf sowas lief es hinaus. Wenn ich so wie dann. Das weiß ich doch auch nicht. Und jetzt einfach auf der anderen Seite wieder runter. Und wahrscheinlich kann der Pinguin hier rüber. Und ganz famose Sachen machen, nämlich einfach mal feststecken. Danke dafür, Spiel. Danke dafür. Das war jetzt eine Bereicherung des Tages für mich. Einfach mal im Spiel festzustecken. Ich finde es ja lustig, dass die Lego-Spiele auch irgendwie so, egal ob nur Konsolenversion oder tatsächlich PC-Version, die Lego-Spiele neigen dazu, ab und zu mal abzustürzen. Und ich weiß nicht, wieso. Ich meine, Lego Batman ist mir auch schon ein, zwei Mal während der Aufnahme tatsächlich abgestürzt. Ist Gott sei Dank nicht so dramatisch gewesen, aber halt dennoch finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass die Lego-Spiele dazu neigen, mal irgendwie abzustürzen oder irgendwelche lustigen Glitches und sowas zu haben. Naja, aber was soll's. Kein Spiel ist perfekt, außer Nintendo-Spiele. Die sind meistens relativ bugfrei, muss man sagen. Also bis auf vielleicht mal Pokémon oder so. Aber so grundsätzlich sind die meisten Nintendo-Spiele relativ bugfrei, würde ich behaupten. Relativ. Natürlich gibt es da immer ein paar schwarze Schafe, aber spätestens seit der Switch-Ära sind die Spiele doch recht bugfrei, würde ich behaupten. Bugfrei, das hört sich auch an, als ob ich gerne backen würde. Die Frage ist, wie kriege ich einen Pinguin da hoch? Achso, ja, warte, ich weiß wie. Ich weiß doch schon wie. Ich muss doch nur mal die Augen öffnen. Und dann fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Solange er da oben bleibt. Manchmal, wir wissen ja, die KI, sie ist wunderherrlich. Wunderherrlich prächtig. Nämlich überhaupt nicht. Aber ist okay. Sie hat gemacht, was sie sollte. Und dementsprechend bin ich ihr nicht böse. Stattdessen gibt es hier nochmal den nächsten Eisklotz. Und wir können unser Fahrzeug zusammenstellen. Unser Fahrzeug, um hier weiterzukommen letzten Endes. Wahrscheinlich, also ich wüsste nicht, wofür wir sonst ein Fahrzeug brauchen würden. Wenn nicht zum Weiterkommen. Von daher, Bagger? Ja, unser kleiner Bagger. Unser kleiner Bagger wurde freigestellt. Und bringt uns wohin? Ist die nächste berechtigte Frage, die ich habe. Wahrscheinlich irgendwo hierhin. Ja, das sieht mir vernünftig aus, was ich da gerade vorhabe. Sieht mir definitiv vernünftig aus. Achso, ich glaube, wir müssen einfach wieder ganz an den Anfang, ne? Kann das sein? Kann das sein sogar? Irgendwie so in die Richtung? Auf jeden Fall können wir uns eine Brücke zusammenbasteln. Ich dachte, wir bauen uns jetzt ein Schlauchboot zusammen. Wäre auch witzig, mit dem Bagger über so ein Schlauchboot zu fahren. Wäre auch mal interessant. Mit dem Bagger auf dem Schlauchboot, das sehnt man doch gern. So, aber wo geht's denn hier lang? Erstmal
erstmal stellen wir uns das frei und dann geht's wahrscheinlich da oben hin, hoch, ne? Ja, ja, das sieht mir nach einem vertrauenswürdigen Plan aus. Den sollte ich umsetzen in die Tat. Und dann einfach hier mit dem Fahrzeug drauf und da einbrechen. Einbrechen ist immer gut. Wenn ich denn hochkomme. Ja, Gott, ist das schwer. Gott sei Dank. Doch noch hochgekommen. Irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Und wir sind im Inneren. Wir sind im... Ja, keine Ahnung, wo wir sind. Aber im Inneren. Des Zoos auf jeden Fall. Tief im Inneren. Nicht mehr außen. In der Außenwelt. Hauptsache drin. Da ist es wärmer. Lasst mich in Ruhe, ihr Polizisten. Und dann geht es hier bestimmt irgendwie weiter. Erstmal gegenschießen, bevor ich wieder denke, ach ja, kann man ja gar nichts machen. Ja, ja. Hm. Einfach gegenschießen. Probieren wir es erstmal aus, ne? Probieren wir uns erstmal aus. Bevor ich hier wieder falsche Sachen mache, die mir dann letzten Endes nichts bringen. Aber nein, ich sehe, worauf es hinausläuft. Ich sehe das doch schon. Lampe und dann schmilzt das und dann können wir hier einen Wächter bezürzen. Servus, mach mal auf da. Mach mal auf. Danke. Vielen Dank. Also, jetzt mach doch mal. Mensch, dauert lange hier. Was für ein Service. Ja, date ich dich aber nicht. Ich hab dir zwar versprochen, dich zu daten, aber bei so einem Service, ne. Das kannst du knicken. Ah, lustigeres Rutschenspiel. Ganz besonders aufpassen, dass ich nicht aus Versehen irgendwas einsammle. Das kann durchaus passieren. Und später werde ich mich freuen, wenn ich was eingesammelt hätte, aber naja, ist auch egal. Das wird nachher die schäbigste, also für mich wahrscheinlich schäbigste Mission, um hier Zeug zu sammeln. Das wird für mich ganz später ganz schäbig. Ganz schäbig wird das werden für mich. Wenn ich da die Minikits sammeln muss und dann immer wieder dieses Level machen darf, bis ich es geschafft habe. So, ich würde jetzt vermuten, wir müssen einfach alle diese Dinger mit dem Laser bezürzen. Ja. Bezürzen, was ist das für ein Wort? Warum sage ich immer bezürzen? Auf jeden Fall alles mit dem Laser hier aktivieren. Aber vermutlich kommen wir gar nicht auf die andere Seite, sondern da brauchen wir extra nochmal hier irgendwie das Licht von oben. Oder irgendwie Licht auf jeden Fall, um das hier freizuschalten. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Ah, vermutlich muss... Ja, ich hab so eine Vermutung. Ich habe so eine Vermutung, wie es funktionieren soll. Und das Bämmchen muss hier mal runterfallen. Bämmchen fallen hier mal runter. Also ich tippe jetzt mal drauf, dass es so funktionieren soll. Sonst wüsste ich nämlich auch nicht, wie und wo und wann. Wenn nicht so, wie dann. Ist halt so die Sache, ne? Gib mir eine Bombe hierher. Ja, genau. Genau dahin. Da finde ich es gut. Ja, genau. Wusste ich doch. War genau die richtige Intention, die ich da hatte. War genau richtig. Einfach draufklatsche. Einfach die Bombe draufklatsche lasse. Und da wird alles gut. So, noch zweimal Laser. Laser aktivieren. Und dann sollte das Level fast geschafft sein. Nehme ich fast an. Nehme ich jetzt mal stark an, dass wenn alle Pinguine aktiviert sind, dass wir es dann geschafft haben. Und dann geht es ja quasi in der Heldenstory weiter. Wir stellen uns vielleicht noch nach oben. Vielleicht das noch. Auf jeden Fall wird die Maschine aktiviert. Genau, und dann müssen wir noch die Hebel aktivieren. Das dachte ich mir fast. Dass das noch dazu kommt. Das ist dann aber auch wirklich das Letzte hier, was wir tun müssen. Das Letzte ist dort. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie wir hochkommen, aber vermutlich hier rüber. Vermutlich hier rüber, nehme ich jetzt mal ganz stark an. Kommt Catwoman einfach so hoch? Kann das sein, dass die einfach so hochkommt? Ich probiere mal. Gerade kommt noch gar keiner wirklich hoch, aber es könnte klappen auf jeden Fall. Wenn nicht das, was dann? Frage ich mich gerade. Wenn nicht das, was dann? Naja, auf jeden Fall bringen wir den Pinguin erstmal sicher hoch. Aber vielleicht kann der Pinguin auch einfach beide Hebel alleine aktivieren. Ist ja auch manchmal so eine Sache. Da denke ich manchmal viel zu kompliziert und denke, beide müssten oben sein, aber dann muss nur einer oben sein und kann beide Hebel aktivieren. Das kann auch sein. Ja, doch, eigentlich haben wir es doch in der Hidden Story gesehen, oder? Dass das auch gehen müsste. Dass der Pinguin beide Hebel wahrscheinlich aktivieren kann. Probieren wir es einfach mal. Ah, nee, doch nicht. Okay. Okay. Dann müssen wir Catwoman einen anderen Weg hier beschaffen. Dann müssen wir doch tatsächlich für die Catwoman einen anderen Weg beschaffen und der wird hier rüberführen, ne? Ja, genau. Genau, da ist... Ich bin ein Held, wie er im Buche steht.
wollte ich fast sagen. Aber letzten Endes war es dann doch dumm. Naja, gut. Dann nochmal. Das war jetzt ein bisschen Kacke von mir. Gebe ich ehrlich gesagt zu. Aber okay, ich wusste auch nicht, dass Catwoman da alleine hochkommen würde. Ich dachte, hätte ich nicht erwartet, dass sie so schlau sein würde, da einfach von alleine drauf zu kommen, über das ganze Jahr zu kommen. Aber ich hätte ihr mehr zutrauen sollen. Sie ist aber eine schlaue KI, scheint mir. Manchmal frage ich mich, ob es auch auf den Gegner, also auf den Schurken ankommt, wie schlau die KI ist. Naja. Gut, auf jeden Fall ist der böse Plot in die Tat umgesetzt. Und die Pinguine terrorisieren Gotham City. Das war mir wichtig, dass der Plan in die Tat umgesetzt wird. Aber natürlich wird Batman da früher oder später etwas dagegen tun. Aber bis es soweit ist, könnt ihr euch einfach davor das anschauen. Davor die Parts 6 bis 10. Genau, da haben wir natürlich die Heldenstory behandelt und dementsprechend auch den Plan vereitelt. Ja, ganz wunderbar. Haben wir noch wen freigeschaltet? Nee, ne? Können wir ja gar nicht. Höchstens Man-Bat, aber den haben wir ja auch nicht gespielt quasi. Von daher schließt mir die Story ab an dieser Stelle. Wahrscheinlich gibt es wieder keinen extra Cutscene, sondern nur den Abspann. Aber den Abspann gucken wir uns am Ende der Joker-Story dann an. Würde ich behaupten, da passt es dann ganz gut in den Fluss rein. 34,4%, genauso das. Das schauen wir dann auch uns an. Alles am Ende des letzten Parts, am Ende des 30. Parts. Ist ja nicht der letzte Part, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Na gut, aber ich hoffe natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ein Kommentar ist gern gesehen und ein Abo sowieso. Bis dahin, Schilzikowski, euer Flastivi. Bye bye!